Ja, Haare sind nachgefärbt, so ein bisschen rötlicher wieder. Und ich wollte gerne mit euch eine Sache probieren, ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen, die ich in einem Sonderpostmarkt schon gesehen habe. Allerdings, ja, ich habe es aber nicht mitgenommen. Und dann habe ich es beim Real nochmal gesehen. Die Rede ist natürlich von den Pringles Pizza Flavor. Ja, ich weiß nicht, kennt man das? In Amerika gibt es die, glaube ich, oder gab es die auch schon länger, und das ist auch nur, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Limited Edition ist oder, ja, offen sind sie schon. Meine Freundin hat schon eine probiert gehabt und ich mache erstmal den Geruchstest. Und es riecht auf jeden Fall nach Käse, also es riecht auf jeden Fall nach Käse. Es riecht so ein bisschen, aber auch nach Tomate, so Tomate, Käse, rein vom Geruch her. Probieren wir das Ganze einfach einmal, würde ich mal sagen. Ich nehme jetzt mal so einen Stapel. Ich versuche mir gerade bildlich so ein bisschen den Pizzageschmack vorzustellen. Doch. Also die Tomate kommt richtig gut durch, dieser klassische Tomatenbelag. Man stellt sich vor, dieser Pringle wäre der Teig. Na doch, doch, doch. Also der Pizzageschmack kommt durch. Schmecken ähnlich vielleicht wie die Pommeln mit Ketchup, wenn ihr die kennt. Hätte ich jetzt gesagt, nur ein bisschen käsiger vielleicht. Aber auf jeden Fall nicht schlecht, ich bin begeistert. Wollen machen süchtig, ne? Wenn ihr die nicht schon gegessen habt, gönnt sie euch, probiert sie einfach mal. Die sind wirklich echt lecker. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich habe noch relativ viele Ideen und Zeugs, das ich gerne mal machen möchte und vorstellen möchte. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, die Pringles. It's back. Wahrscheinlich gab es die schon mal, ne? Kann ich nur empfehlen. Waren echt lecker. Gut, Leute, bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.